Ja, und der lässt sich nicht lumpen. Die Wetterlage, die hat sich nämlich verschoben. Damit schönen guten Abend zum Wetter, liebe Zuschauer. Heute war es unter Tiefjan hauptsächlich windig, kühl und auch nur gelegentlich nass. Den kräftigen Regen, aber den gibt es morgen. Das Ganze passiert dann unter Anleitung von Tief Kerstin. Und an dessen Ostflanke setzt sich nämlich warme Luft in Bewegung, trifft dann eben auf diese kalte Luft. Und an dieser Luftmassengrenze wird es dann klatschnass. Los geht es morgen früh von Südwesten. Da kommen dann schon diese ersten Regenwolken zu uns rein bei schwachem Wind um 5, 6 Grad. Morgen dann anfangs in Richtung Norden. Noch ein bisschen Sonne möglich, aber meist schon wolkenreich mit Regen. Und im Laufe des Nachmittags verstärkt sich dann vor allem hier in der Südhälfte der Regen. Ab 700 Meter ist auch mal ein bisschen Schnee möglich bei schwachem Wind und bis zu 10 Grad. Am Freitag ist zu Beginn eben auch noch ein bisschen Regen möglich. Der zieht aber rasch ab. Dahinter scheint also die Sonne zuhauf. Dann eben auch übers Wochenende. Und dabei wird es wieder wärmer, vor allem am Sonntag. Lokal sind dann bis zu 20 Grad drin, der Frühling. Er zeigt sich also von seiner schönsten Seite. Und das wird er eben auch im Schloss bzw. Park in Köthen tun. Dann werden die Blätter des Frühlings den Blick auf das Schloss verdecken. Diese Aufnahme von Hans-Dieter Brauer stammt noch vom Ostermontag. Vielen Dank an dieser Stelle.